Einst standen sie noch friedlich im wilden Lonai, Edewecht, doch das ist vorbei. Die Holzfiguren, die bei den Spaziergängern und Kindern des nahegelegenen Waldkindergartens sehr positiv ankamen, sind schon eine Woche nach Aufstellung verschwunden. Nachts machten sich Diebe mit einer Bügelsäge über die hölzernen Kunstwerke her. Der Schöpfer und Forstwirtschaftsmeister Bernhard Orts ist enttäuscht. Ja, da sind meine Kollegen und ich natürlich sehr traurig drüber, um nicht zu sagen stinksauer. Und vor allen Dingen die Kinder vom Waldkindergarten, die sind sehr, sehr traurig. Ne? Doch die Kindergartenleitung wollte sich nicht zu den Raubzügen der unbekannten Täter äußern. Neben den allgemeinen Forstarbeiten kreiert Bernhard Orts weitere Figuren. Vom Forstamt wird diese Initiative begrüßt und unterstützt. Zurzeit entsteht eine neue Eule. Also ich überlege mir schon vorher, was daraus zu machen ist aus diesem Stück Holz und in diesem Falle eine Eule. Ja, und ich fange immer vom Kopf her an und die wird quasi von oben her angezogen, die Eule. Und beim Wichtel wäre das ähnlich, auch beim Zipfel. Bei der Zipfelmütze fange ich an, von oben her und nach unten hin wird die Figur fertig gemacht. Das dauert etwa 8 Stunden. Für die Schleifarbeiten und das Lackieren kommt noch mal etwas Zeit obendrauf. Mittlerweile hat der Spezialist mit der Kettensäge schon viel Übung mit dem sogenannten Carving. Also ich mache dies seit circa 10 Jahren, habe diverse Forstmessen besucht, immer mal gesehen, dass Kollegen schnitzen und habe gedacht, das probierst du auch mal aus. Ja, und das ist dann mittlerweile bei rausgekommen. Und so war die Nachricht vom Diebstahl der bis zu 120 Kilo schweren Skulpturen erst recht niederschlagend. Nicht nur für die Männer vom Forstamt. Ein bisschen kenne ich mich aus, weil ich auch schnitzen gehe in der Oberkreuzvolksschule in Rostrop bei der Berufsschule. Und insofern weiß ich auch, was das für Arbeit ist und wie viel Arbeit da auch drin steckt. Und dass man dann sowas entwendet, ist natürlich sehr, sehr schade. Dies ist ja auch eine Bereicherung für den Wilden Loh. Und auch deswegen gibt der 52-jährige Forstarbeiter die Herstellung seiner Kunstwerke nicht auf. Neben dem Kahlschlag, der bei den normalen Waldarbeiten anfällt, sind die Holzfiguren schließlich eine willkommene Abwechslung. Und mit ein bisschen Glück bleiben die neuen Figuren auch an Ort und Stelle.